Wir alle wissen... Ist es fertig? Kannst du auch noch was anderes sagen, wenn du nach Hause kommst, ha? Wie Männer so sind. Meine Schwester hat Geburtstag und deshalb habe ich ein paar Freunde zum Essen eingeladen. Ich habe niemanden eingeladen. Morgen ist das Champions-League-Finale, das verstehst du ja wohl. Sie sind treu. Gehen wir wie immer zu mir? Oh ja, ich bin wahnsinnig heiß. Sie sind ehrlich. Wir sollen deiner Mutter vorspielen, dass wir noch eine Familie sind? Ich schwöre, es ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitte. Sie sind hochintelligent. Der Schlüssel will einfach nicht funktionieren, egal wie rum ich ihn reinstecke. Wie kommt denn sowas? Ich habe das Schloss auswechseln lassen, du Blödmann. Ach, deshalb verstehe. Ich wusste es, du bist ein Idiot. Verschwinde aus meinem Leben. Kusswechsel. Doch er hat aufgrund der Gehirnerschütterung einen Gedächtnisverlust erlitten. Sie müssen ihm helfen, seine Identität zu rekonstruieren. Es wird so sein, als würden sie ihren Mann reformatieren. Reformatieren? Finde ich nicht schlecht. Hatte ich eigentlich Freunde? Nein, du warst immer sowas wie ein Einzelgänger. Hatte ich irgendwelche Hobbys? Fußball? Nein! Fußball? Nein! Jede Spur von Roberto muss verschwinden. Es muss alles so aussehen wie früher. Heißt das, dass wir Unordnung machen sollen? Sehr witzig. Wollt ihr einer älteren Frau nicht eine Freude machen und mir ein Video von euren letzten Ferien zeigen? Welches Video meinst du? Na, das Ferienvideo. Wenn ihr wüsstet, wie gespannt ich bin. Ich kann es kaum erwarten. Erklär's mir nochmal. Du willst so tun, als wären wir auf Bora Bora? Wir haben nur noch 2 Stunden für Ägypten. Was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt den Film ansehen, den ihr vor 2 Jahren in Las Vegas gedreht habt? Nein! Der war auf dem Computer, der explodiert ist. Ja. Tut mir leid. Mir auch. Kurswechsel. Kein Vorspiel ohne Nachspiel.